Herzlich willkommen zu Let's Play Darksiders, die Warmastered Edition. Moment. Und wir sind gerade immer noch auf der Erde. In der letzten Folge haben wir von Vulcrim das Horn bekommen, um irgendein Tor zu öffnen. Haben damit auch erfolgreich ausgetestet, dass wir damit Zombies töten können, wenn wir es oft genug anwenden. Und jetzt ist da ein komisches Vieh. Wir machen hier weiter. Das kann jetzt mal nicht gut sein. Geh da weg. Und so. Ja, ne? Einziges Problem, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Hallo, halt dich fest, Krieg! Okay, ich warte, wie ich nochmal tauchen? Linke Stricktaste. Ein Artefakt. Das sollen wir sowieso holen. Finde ich gut. Jetzt nichts mehr. Hier ist gar nichts. Flupp. Und dann sind wir hier. Und dann können wir hier wieder raus. So, da oben, wo das blaue Ding da ist, direkt über unserem Schwertgriff hier, wenn er mal an einer Stelle bleiben würde, da wäre noch eine Tour, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich da herkommen soll. Von daher lassen wir das. Ich habe versucht, mit Autos aufeinander stapeln. Das einzige Problem ist, die gehen halt kaputt, wenn man das versucht, weil man die nicht... Das ist eine komische Krähe. Weil die halt dann kaputt gehen, wenn man versucht, die irgendwie aufeinander zu stapeln, weil man die halt nicht ablegen kann, sondern werfen muss. Was natürlich so ein kleines Problem ist. In dem Fall. Das Hornsignal meiner Ahnen. Endlich aus dem traumlosen Schlaf erwacht. Sind wir also frei? Niemand ist frei, solange der Zerstörer noch atmet. Der Zerstörer, ja. An seine Dienste sind wir gebunden, obwohl wir Feinde bleiben. Daher sind seine Feinde unsere Freunde. Schreite hindurch, Freund. Du musst den Sieg bringen. Du musst die Freiheit bringen. Ich finde die cool designt. Muss man schon mal sagen. Wenn das Tor war, kann ich es kaum erwarten, herauszufinden, was dahinter ist. Ich stimme dir mal ausnahmsweise zu. Was macht er jetzt? In den Abgrund hüpfen und alles kaputt machen. Okay, dann gehen wir mal da durch. Bam! Wir sind da! So, den nehmen wir mit, damit sie weg ist. Nicht, dass sie was bringt. Die werfen wir durch die Gegend, weil sie Seelen bringt. Die werfen wir auch durch die Gegend. Ich möchte mal wissen, was die Seelen da drin zu suchen haben, aber okay. Da geht's nicht weiter. Patsch, 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 patsch. Patsch. Will ich da hin? Na, was soll's. Aha. Tschüss, Fetti. Das tut weh.
Schnauze. Au, wie? Mann. Ja, okay, so war das jetzt wirklich gar nicht geplant. Ich habe einen Stuhl. Nein, doch. Gut. Putz. Ekelhaftes Vieh. Ach, dann interessiert es dir nicht mehr. Okay. Nein, krieg weg. Puh. Ups, das ist ja so ein bisschen schief. Zum Glück ist die Gesundheitsbar eröffnet. Ja, okay. Sieht bloß so aus, als ob es hier vielleicht doch tiefer weiter ginge. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt sowas wie Luft haben. Die ist schwarz. Ich weiß nicht, ob das mir irgendwas sagen soll. Ah, Stück des Lebensteins. Interessant. Aha. Okay, verstanden. Komme ich da nicht irgendwie hoch? Das war einfach nur die verdammte falsche Richtung. So, bums. Schwer so komisches blaues Dings. Was ich augenscheinlich noch nicht benutzen kann. Lol. Was zur Hölle? Was soll das denn jetzt? Was ist da jetzt wieder los? Hä? Ja. Fokus, hör auf. Lass das. Oh, danke. Wait. Okay, das ist jetzt fies. Die scheiß Kamera jetzt nicht bewegen. Ich muss es da so bleiben. Dann lassen wir es halt so. Haben wir immer diesen Cursor im Bild, aber wenigstens kann ich irgendwas machen. Stop it, please! Let me steuer ihm! Ah. Muss ich erstmal reanimieren hier! Den Krieg nicht richtig steuern! Ah, jetzt hat er.
eigentlich schon mal. Sieht auf jeden Fall irgendwie bekannt aus. Okay, da ist eine große Truhe. Ach komm schon, wieso kann ich mich da jetzt nicht festhalten? Ich schätze mal, das ist auch wieder so eine Truhe, wo man Backtracking betreiben muss. Was ist denn da unten? Da komme ich irgendwie nicht rüber. Ich mag den Hochwerfangriff. Das macht irgendwie gar nichts. Okay, unser Schürfer-Kristall, ich merk's. Diese verflixten Felsecken, ne? So, schlaf schön. Hm, schwer denn irgendwas fürs Gebacken werden. Das ist wieder so ein Dingens. Ne, ist ein anderes Dingens. Das sind Vulkrims. Position. Aha. Auf deiner Reise wirst du in den Besitz bestimmter Gegenstände kommen, die für mich besonders interessant sind. Artefakte der Legion der Gefallenen. Wenn du Legionsartefakte findest, dann bring sie mir. Ich werde dich dafür entschädigen. Speichern letztes Mal hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Waffenmeister, joa. Dämonenschneide. Die haben wir doch schon. Achso, da steht auch Stufe 1 da. Den haben wir aber nicht. Moment. Das muss auch Stufe 1 jetzt schon sein. Das haben wir zwar, glaube ich, nicht. Meteorschlag haben wir auch nicht. Kraftschlag haben wir auch nicht. Schwerthaken. Den haben wir, glaube ich. Nee, haben wir doch nicht. Da steige ich nicht so ganz durch. Die Sense. Die hätte ich ganz gerne, aber ich hätte vor allem lieber ganz gerne Todsense. Der alte Vulgrim. Wie kann ich Mal, müssen wir eigentlich sammeln oder eigentlich nicht?
Oh, vergossenes Dämonenblut. Inventar. Ah, hier. Diese alten Insignien wurden der Legion der Hölle als Trophäen für das Blutbad in den letzten Tagen der Welt überreicht. Ja, toll. Zufälligerweise noch ein paar Seelen zum Auskotzen da, die ich wieder reinstopfen kann. Damit ich mehr Zeug kriege. Ich hätte ganz gerne mehr Zeug. Sonst klappt das nicht so gut. Was denn du jetzt? Je nachdem, wie lange das hält, fliegt man entweder selber mit oder halt nicht. Moment, die kriege ich auch so hin mit nur halten. Interessant, okay. Ne, da komme ich nicht durch. Schade. Hier geht's nicht weiter. Na gut, dann gehen wir halt hier lang. Joa, bis jetzt macht Spaß. Hab ich gerade einfach das Ding umgeworfen? Lol. Ich bin die menschliche Kavallerie. Ach, Entschuldigung, Nephilim-Kavallerie. Ja, das hat jetzt nicht so ganz geklappt, wie ich das wollte. Hi, du siehst nach fettem Vieh aus. Dum Heimgul Stragadur. Nom Straga Sendura. Weißt du, was hier eingesperrt ist? Das sind Dinge, die selbst du fürchten solltest, Reiter. Einst warst du stark, aber jetzt bist du schwach und du bist allein. Der Zerstörer weiß von deiner Ankunft. Und in diesem Augenblick schickt er seine Legionen gegen dich. Dann mache ich es kurz. Schlag dir den Kopf ab! Okay, den kann ich nicht kloppen. Ich schlag dir den Kopf ab! Chaoswasser, Stufenaufstieg! Jo! Ich dann in die Beine. Der blockt das alles weg. Sollen dir scheiße.
WTF. Besser. Armselig und arm ab und noch einer und zack. Schön. Hier. Lass mich raten, ich muss das Ding verschieben, damit Blut fließt. Nur ein abscheulich. Okay, gefällt irgendwie wohl entweder sehr oder gar nicht, dass da was mit Blut geflutet wird. Vier schicken sollen. Ich habe nicht vor, dich zu töten, Samael. Ha! Der Zerstörer! Er ist außerhalb deiner Reichweite und außerhalb meiner. Hat das Gefängnis dich zu einem Feigling gemacht? Vielleicht gibt es einen Weg. Aber dafür musst du in den Turm des Zerstörers gelangen. Doch leider wird der Turm von vier seiner Auserwählten bewacht. Bring mir ihre Herzen und stell keine Fragen. Die Gründe für meine Hilfe gehen dich nichts an. Wo kann ich diese Wächter finden? Suche zuerst die Zwielichtkathedrale, in die sich die Fledermauskönigin Tiamat zurückgezogen hat. Doch ihre Wohnstadt ist nichts als ein Inferno. Über das Land wirst du es niemals erreichen. Suche hiermit den hohen Ort auf. Und bring mir ihr noch schlagendes Herz. Jüngerschaft freigeschaltet, Gefängnisausbruch. Schön, und der bleibt jetzt da wieder drin. Na gut, vielleicht ist es da gemütlich. Schattenflug. Diese immer nur die Flügel ermöglichen es, Krieg vorübergehend durch die Luft zu gleiten. Yay, halt sie noch schon. Ja, zu gleiten. Gleiten Sie in Schattenströmungen hinein, um Auftrieb zu kommen und höher zu gleiten. Okay. Kurz. Fähigkeit. Errungenschaft freigeschaltet. Luftspringer. Ja, das hatten wir doch gerade. Vielleicht sollte man auch springen dabei. Bin ich eigentlich, aber anscheinend hat das nicht funktioniert. Hui! Das hat A, W und wie war das gemeint?
kann Lexur benutzen. Hui! Krieg! Nein, 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 Krieg! Nein! So war das geplant. Krabbel, 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 krabbel. Nicht krabbel, sondern krabbel. Los, verpiss dich. Ich glaube, das Vieh. Geht dann bloß weg. Da oben ging es weiter. Ich wollte jetzt eigentlich einen Doppelsprung machen und dahin gleiten, aber so geht es natürlich auch. Locken wird überwertet, war das nicht die Idealtaste? Easy. Not so easy. Easy. Läuft doch. Würgeacker, das klingt ja mal super nach Würgen. Und ich glaube, da machen wir mal einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao und danke fürs Zuschauen.